Mit den Worten des bekannten österreichischen Autors muss man es sagen, es ist schon wieder was passiert. Und es ist schon wieder der Reumannplatz gewesen, beziehungsweise der 10. Bezirk. Wir berichten ja in den letzten Tagen praktisch ausschließlich von hier, möchte man behaupten. Wir hatten hier die Pressekonferenz des Innenministers nach den Messerattacken, die schon stattgefunden haben. Direkt danach hat es gleich noch eine gegeben. Ja, und jetzt schon wieder die nächsten. Zwischen 18 und 19 Uhr ist die Polizei darauf aufmerksam gemacht worden, dass es hier direkt vor der U-Bahn-Station Reumannplatz zu einem Raufhandel kommt, und zwar mit Waffen. Als man dann hier vor Ort war, hat man einen jungen Mann gefunden, um die 30 Jahre alt. Der hatte ein Messer bei sich und eine leichte Verletzung im Gesicht. Er hat allerdings gesagt, es wäre sozusagen nichts Schlimmeres passiert. Die Polizei hat sich natürlich trotzdem auf die Suche nach dem mutmaßlichen Täter gemacht. Und nicht einmal eine Dreiviertelstunde später kam die nächste Meldung von der Favoritenstraße unweit von hier. Hier ist die Polizei auf einen jungen Mann aufmerksam geworden, ebenfalls nach einem Raufhandel, der eine große Schnittwunde am Oberschenkel aufgewiesen hat. Der mutmaßliche Täter, der wird ebenfalls gesucht. Aktuell ist die Polizei, wie gesagt, auf der Suche nach diesen zwei Tätern. Was man nicht angegeben hat, ist die Nationalität der Täter. Es kann davon ausgegangen werden, dass es hier am Reumannplatz vermutlich wieder um einen migrantischen Hintergrund geht. Und das war ja genau das, worum es heute auch in Wien gegangen ist, beim Sondergemeinderat einberufen von der FPÖ. Man kann davon ausgehen, dass sie auf den heutigen Fall wieder replizieren werden.